Hallo und herzlich willkommen zu einem, naja, Let's Demo würde ich sagen. Und zwar sind wir einer der wenigen oder einer der vielen wenigen, die die neue Monster Hunter 4 Ultimate Demo in die Hand gedrückt bekommen haben. Und wir werden das Ganze einfach mal ein bisschen antesten und ich werde euch zeigen, wie das Ganze sich vonstatten läuft. Ja, wir sagen mal Anfänger, denn zum Zeigen ist es halt immer was besser, wenn man es auf Anfänger spielt. Nein, wir haben kein Schiebepad für den Pro. Kein Pro-Schiebepad. So. Und ja, drücken mal auf Los. Wir spielen das Ganze solo. Haben zwei Monster zur Auswahl, die wir jagen können. Und jagen erstmal den Großjagi und genauso wie auf der Nintendo Wii U werden wir dort unsere Doppelklingen nehmen. Beim Beginn der Quest Hinweisnachricht zur Verwendung der Waffen anzeigen? Nein. Möchtest du bestimmte anfängertaugliche Hinweisrichtungen in einer Quest erscheinen? Nein. So, Quest beginnen. Also Monster Hunter haben wir auch auf der Wii U schon richtig gesuchtet und ich denke mal, das Ganze wird dann hier auch nicht anders vonstatten gehen, glaube ich zumindest. Was nehmen wir mit? Das nehmen wir mit, wir nehmen das Fleisch mit. Okay, erste Hilfe Arznei haben wir schon. Wir nehmen einfach mal alles mit, was drin ist. Und okay. Machen uns mit der Tastenbelegung mal ein bisschen bekannt. Okay, das wollte ich jetzt noch nicht aktivieren. Und dann, ja, es sieht einfach nur schön aus, das Spiel. Ein bisschen was rumschnetzeln. Ach, du entkommst uns nicht. Und dann könnten wir es theoretisch gesehen einfach mal häuten. Rohes Fleisch erhalten. Und rohes Fleisch erhalten. Okay. Damit rollen wir uns wieder. So. Wir müssen wohl da oben hin, wo uns die Pfeile den Weg hinweisen. Dann werden wir das Ganze mal tun. Ich frage mich, warum die so am Schnaufen ist, die Gute. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die kleinen Yaggies. Na, mach doch nicht so einen Unfug. Also, ich glaube, in Japan ist das Spiel schon seit einer ganzen Weile draußen. Und wir werden im Februar, so viel ich das mitbekommen habe, in den Genuss da kommen. Und ich freue mich schon sehr. Ich werde mir das Spiel auch definitiv holen. Und ja. Wenn ihr Bock drauf habt, es mitzuzocken, kauft es euch selber auch. Und ja, die viele Monster hunten und jagen sind natürlich immer am besten. Oh. Okay, wir haben die kleinen Yaggis dazwischen und den Großjaggi, der uns töten will.
Okay. Anscheinend reiten wir das Vieh. Strecken wir es doch einfach nieder. Putz. So. Du hast keine Chance. Niemals. Aktivieren wir unsere Klingen, dann geht das Geschnetzel noch mehr los. Na komm, dreh dich doch. Dreh dich, Mädel. Also irgendwie von der Kameraführung her. Na, komm schon. Oh, na, es sieht aus, als würde er humpeln. Tut er aber nicht. So. Na? Schnetzel ihn nieder, los! Nee, nee, nee. Wow. Das Ganze spielen wir gerade auf einem normalen DS. Deswegen ist das auch ohne einen Pro-Pad etwas schwieriger. Ja, er humpelt schon. Humpeln ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass er quasi so gut wie down ist. Na? Wow. Na, komm schon. Na? Er haut ab, also ist er gleich fertig. So, direkt mal hinterher. Na, ich will den nicht direkt da haben. Das ist ein bisschen kacke. Ja, direkt im Gebiet. Wo man dann reinkommt, ist es halt doof, wenn das Vieh dann direkt da drin ist. Na komm, aktivier deine Klinge, Mädchen. Und schlitz ihn auf. Na? Komm, so viel kannst du nicht mehr. Ah, da ist er. Ja, komm her. Und komm, du bist gleich down.
Oh mein Gott! Also normalerweise braucht man die Farbbälle, aber anscheinend ist das jetzt hier nicht der Fall gewesen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir ihn nicht dazu bekommen, dass er sich heilt. So, er ist nämlich in Gebiet 9. Ach, Kacke. Bei meinem Glück wird er sich jetzt heilen gehen. Beziehungsweise rasten, fressen, heilen. Weil ich Stoffel einfach mal so einen Umweg mache. So, runter. Gucken, wo wir hinkommen. Wow! Ah, er ist nämlich am Pennen. Steh auf, Junge! Und... wir haben ihn niedergestreckt. Hooray! So. Stecken wir mal die... ups. Du sollst die Waffen wegstecken und gucken, was wir bekommen. Großjagi-Klaue erhalten. Okay. Noch eine Großjagi-Klaue. Und das war's. Gut. Hier, kriegst noch Nachtritt zum Abschied. Und dich treten wir auch nochmal, du komisches Viech. Arschtritt gefälligst, ja. Ich hasse Dinos. Wunderbar. Also bis jetzt ist es ein sehr, sehr cooles Spiel und wie immer Capcom Hut ab. Und wir werden natürlich jetzt auch noch die zweite Mission spielen. Und zwar werden wir den Tito Cobra oder wie das Vieh da heißt, jagen. Diesmal auch wieder mit unseren Klingen. Nein, wollen wir nicht. Und wir beginnen die Quest. So, als erstes. Achso, was man hier mal wieder da anmerken kann, ist, dass wir jetzt Feline haben und nicht mehr Kanemba. Kanemba? Chacha und... ja doch, Kanemba, glaube ich, hießen die, ne? Irgendwie so. Ach, irgendwie sowas wird schon gewesen sein.
Geronimo! No damage. Angeblich sollte es ja auch im Monster Hunter 4 Ultimate keine Unterwasserschlachten mehr geben. Was ich ziemlich schade fände, auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde das lustig, dass unser einer Felin Francis heißt und der andere heißt Alberto. Wobei ich bei Alberto wieder und immer wieder an unseren tollen Beatboxer denken muss. Haben die Yagis wieder? Okay. Okay, Dog. Wow. Der geht ja hier ab. Wow. Oh Mann. Meine Güte. Komm, steh auf. Nein, 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 nein. Oh. Ja, Gesundheit verbessern ist immer gut. Na, was machst du denn? Ja. Okay, wir sollten mal einen Abflug machen. Nein. So, und drauf. Na, mach doch nicht solche Dinge.
Na komm, den kriegen wir auch noch hin. Na, geht doch, der ist schon am Humpeln. Oder auch nicht. Sah zumindest so aus. Oh. Das fühlte sich schon etwas übel an. Er flüchtet auf jeden Fall schon mal. Er ist auf jeden Fall zurück ins nächste Gebiet gegangen. Wie kommen wir da hin? Ist die Frage. Ah, okay. Ah, wir müssen da hochklettern wieder. Und hoch. Meinetwegen auch etwas schneller. Und da oben ist die Drecksack nämlich wieder. Bam. Ah, komm schon. Was tust du? Oh wei, oh wei. Es ist halt wirklich schwer ohne so ein Circle-Pad. Oh. Aber nicht unmachbar. Na komm. Und oh, die Waffenstärke ist zum ersten Mal gesunken. Aber er kann nicht mehr. Bedeutet, wir wetzen unsere Waffe. Und machen ihn fertig. So. Und würde ich sagen, machen wir ihn jetzt dem Gar aus. Und dann war es das. Aha, da hinten ist er. Oh. Und dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt die letzten Schläge setzen. Oh. Okay.
Lass wieder zurück aufs große Feld. Nanu, wo bist du? Wow! Machst du hier auf zorniges Monster, ja? Den Zahn kann ich aber ziehen, mein Freund. Hoffe ich zumindest. Ja, genau. Geh schon auf die Feline los. Oh, wei, wei, wei. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin? Okay. Aufs Ursprungsfeld zurück. Oha. Nein. Okidok, dann kann es weitergehen. Und er ist down. Ja, was soll man dazu sagen? Monster Hunter ist wie immer ein super Spiel. Wir killen noch hier die restlichen Yagia und Yagi, die hier rumfliegen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Monster Hunter ist wie immer ein super Spiel. Die Demo ist 1A. Grafisch ist es halt die Grafik von der Wii. Wir hoffen natürlich alle, dass es für die Wii U auch rauskommt, mit ein bisschen aufpolierterer Grafik. Aber auf jeden Fall holt euch das ganze Spiel für den 3DS. Es ist super, macht super Spaß. Man kann den Monstern auf den Kopf springen. Wir haben es ja im ersten Teil gesehen. Wir können den die Schwerter, Messer, Bögen, was auch immer, in den Schädel reinrammen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Holt euch das Spiel, zockt mit mir live im Stream. Euer Nero und bis dahin.